Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner. Ich bin tätig als Berufsastrologe und arbeite darin als Lehrer und Berater in der vedischen, sprich indischen Astrologie. Ja, nun, in diesem kurzen Video geht es um die Deutung Ihrer planetaren Konstellationen für den neuen Monat Juni 2016 anhand der Transite. Bevor wir dort einsteigen, zwei wichtige Informationen vorweg. Bitte beachten Sie zum einen, dass die Deutung vorgenommen wird von Ihrem Aszendenten aus, denn der ist viel wichtiger in der indischen Astrologie als wie das Zeichen der Sonne, das primär in der westlichen Astrologie zugrunde gelegt wird. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann teile ich Ihnen diesen gerne gratis mit. Sie brauchen mir dazu nur Ihre Geburtsangaben schicken. Sie finden dazu unterhalb des Videos einen Link, der hier vorbereitet ist. Hierzu kommen Sie auf ein Kontaktformular, schicken Ihre Angaben und dann erhalten Sie binnen 1 bis 2 Tage, was Ihr Aszendent ist. Denn Sie müssen ja wissen, welcher Aszendent zugrunde gelegt werden sollte, um das passende Video von eines dieser 12, die es dazu jeden Monat gibt, auswählen zu können. Dann große Sache, die Möglichkeit, über sich selbst zu forschen anhand eines Studiums der vedischen Astrologie, ja, und die Geheimnisse seines Lebens selbst durch Forschen dieser so interessanten Wissenschaft, ja, ist das Leben mehr zu enthüllen. Da können Sie nun zwischen dem 6. Juni und dem 20. Juni für Sie exklusiv als YouTube-Zuschauer oder meine Newsletter-Bezieher von vergünstigten Einstiegsbedingungen profitieren. Die Schule ist einzigartig am Markt, was die vedische Astrologie angeht, mittlerweile über 400 Dateien als Lehrskripte oder Audios und Videos, um wirklich sich diesem Studium voll und ganz hingeben zu können. Dieses Angebot, wie gesagt, exklusiv für Sie als YouTube-Zuschauer und Newsletter-Bezieher von den vedischen Astro-News, das finden Sie so nicht im Internet. Wenn Sie wissen möchten, warum eben die Erforschung des eigenen Selbst eine der, wenn nicht die zentrale Lebensaufgabe darstellt, ja, dazu habe ich Ihnen mal ein paar Zitate hier dargestellt, warum das eben so wichtig und lohnend wäre, dies zu tun von sehr großen spirituellen Persönlichkeiten, Heiligen und Mystikern. Und die Einstiegsbedingungen zwischen dem 6. und 20. Juni sind wirklich sehr, sehr lohnend. Sie können bis 30% sparen bei jährlicher Zahlungsweise oder auch schon bei monatlicher Zahlungsweise sogar 20%, wenn Sie Ihren Beitritt mir mitteilen per E-Mail zwischen dem 6. Juni und dem 20. Juni. Mehr Infos dazu finden Sie vorbereitet zum Nachlesen in dem aktuellen Newsletter, der es hinterlegt auf dieser Seite hier auf meiner Blogseite. Hier können Sie mehr über diese große Jubiläumsaktion nachlesen. Ja, das war's dann schon. Dann steigen wir ein, um nun zur Deutung zu gehen. Ja, nun schauen wir uns das für Sie für den Aszendenten wieder im Juni 2016 näher an. In der Übersichtstabelle sehen wir zwei wichtige Häuser, die im Monat Juni ausgelöst werden. Zum einen sehen wir das dritte Haus stark betont, vor allem mit der Sonne darin. Und wir sehen den Lebensbereich, der durch das achte Haus repräsentiert wird, weil sich Mars darin befindet, besonders betont. Ja, nun zu den einzelnen Deutungen im Detail. Die Sonne, wie gerade erwähnt, der König im Horoskop, befindet sich im dritten Haus und zwar bis zum 20. Juni. Sie wandert ja dann in das vierte Haus. So haben wir nicht nur mit der Sonne,
sondern auch mit Merkur, der sich ab dem 13. Juni auch ins dritte Haus begibt und sogar mit der Venus, die ja auch bis zum 17. Juni im dritten Haus ist, eine starke Betonung des dritten Hauses. Das bedeutet, wofür steht das dritte Haus? Das dritte Haus hat zum einen zu tun, dass sie Ärmel hochtun und sie wollen Anstrengungen unternehmen. Sie wollen mit bestimmten Unternehmungen vorwärts kommen, auch wenn es dabei darum geht, gewisse Hindernisse zu überwinden. Das bedeutet für sie im Juni, im größeren Teil des Monats, sind auch Anstrengungen erforderlich. Die Dinge gehen also nicht so leicht, fallen ihnen nicht so leicht vor die Füße. Das ist ja aber auch nicht schlimm, denn als Widder, das ist ja ein Zeichen, das von Mars regiert wird, sie brauchen ja auch ein Stück weit Herausforderungen. Ja, und wenn sie keine Herausforderungen haben, dann werden sie sich welche kreieren und sowas in der Form geschieht jetzt. Diese Energie eben Anstrengungen unternehmen zu wollen, hinsichtlich ihrer Projekte, kann auch positiv kanalisiert werden, zum Beispiel in ihre Hobbys hinein, dass sie hier mehr Energie und Leidenschaft hineinsetzen wollen. Oder beispielsweise das dritte Haus steht ja auch für Sport, ja, wo körperliche Ertüchtigungen und Übungen vonnöten sind, um diesbezüglich einfach besser zu werden. Das dritte Haus steht aber auch für ihre Hobbys, die privaten Interessen, ja. Das sind jetzt nicht die großen Dinge, also große Reisen oder so, sondern Dinge eben, die so, ich sage mal, Hobbys eben, private Interessen. Das kann Tanzen sein, das kann Violine spielen, mal ausgehen, ins Theater gehen, ja. Solche Dinge können das sein. Die Qualität des dritten Hauses bringt aber auch hervor, dass sie im Monat Juni zum Beispiel mit dem Thema Reisen mehr Kurzreisen unternehmen werden. Ja, es sind jetzt nicht die langen Reisen, die man vielleicht hinsichtlich eines Urlaubs unternimmt, wo man mit dem Flugzeug vielleicht sogar ein paar tausend Kilometer reist, sondern Kurzreisen kann sich auch von der beruflichen Seite her eben als notwendig erachten, dass diesbezüglich jetzt einiges zu machen ist. Sie sehen, das dritte Haus, da wird wieder eine Saat gelegt, ja, weil Energie hineingeht in Lebensbereiche, die Ihnen eben wichtig sind. Es ist ja auch ein Wunschhaus in der vedischen Astrologie. Es sind aber die alltäglichen Wünsche, die kleinsten Wünsche, die man so hat. Und diesbezüglich wollen Sie mit Ihren mit ihrer Hingabe, ne, Venus, und sich vielleicht Informationen diesbezüglich einzuholen, Merkur, nun mehr Aufmerksamkeit in diesen Lebensbereich hineinsetzen. Das dritte Haus steht auch interessanterweise für eine Einweisung in eine neue Fähigkeit. Ja? Dies kann sogar in eine Einweisung, in einen spirituellen Pfad münden. Das nennt man ja Initiation. Auch so etwas wäre nun im Monat Juni für Sie leichter möglich, weil es sich als potenzielles Ereignis im Äther hier zeigt. Nun, von den Personen steht das dritte Haus für die jüngeren Geschwister, für Arbeitskollegen und für die Nachbarn. Das heißt, Kommunikation oder im positiven Sinne Auseinandersetzungen, sprich ja, verhandeln, kommunizieren, begegnen. Mit diesen Personenkreisen oder Teilen davon könnte jetzt wichtiger werden, dass Sie eben hier jetzt mehr Kontakt mit Menschen von diesem beschriebenen Bereich haben werden. Ja, wir sehen aber nun weiter. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten wichtigen Thematik, denn Mars ist ja rückläufig und das erforderte oder das bedingte, dass nun der Herrscher ihres Aszendenten Widder, der repräsentiert ja sie, der Mars, im Haus der Transformation im achten Haus im Skorpion sitzt. Nun, das ist jetzt erstmal kein so leichter Platz.
Übrigens auch nicht wie die drei Planeten im dritten Haus. Das dritte Haus steht nicht nur für eigene Anstrengungen, sondern auch für Schwierigkeiten in der vedischen Astrologie. Das achte Haus ist auch kein Platz, der nur günstig ist. Ganz im Gegenteil, hier geht es, hier kann durchaus eine Transformation stattfinden. Dass gewisse unerwartete Dinge passieren, ihr Lebenspfad ja, in Bewegung kommt, ja, in eine, dass sich eine Veränderungsenergie breit macht, die vielleicht auch nicht ganz freiwillig zustande kommt, sondern aus einer gewissen Stresssituation heraus. Mars wird den ganzen Monat darin sein, nur sollten Sie idealerweise darauf achten, dass Reibungen, die jetzt besonders leicht entstehen können, ja, oder Zwistigkeiten, dass Sie hier trotzdem Ihre Energie produktiv einsetzen und andere dabei nicht verletzen, sondern wenn es zu einer Konfliktaustragung kommt, idealerweise bei sich bleiben. Mars in Haus 8 im positiven Sinne gedeutet, löst ein gesteigertes Interesse aus nun an der Erforschung Ihrer eigenen Schattenseiten. Sie könnten also jetzt sehr gut Zeit dafür einsetzen, sich in einer tieferen Ebene selbst mit Ihren dunklen Seiten zu erforschen. Deswegen, das achte Haus steht auch für Psychologie und esoterische Disziplinen, wie zum Beispiel die Astrologie. Denn das sind ja Instrumente, anhand derer Sie sich gut untersuchen können, um sich mehr entwickeln zu können, über Ihre Schattenseiten hinauswachsen zu können. Ja? Wenn Sie das freiwillig tun, um an diesen zu arbeiten, ist nicht das achte Haus, kommt weniger zum Tragen mit seinen ungünstigen Seiten. Denn diese Themen, die ich sagte, Transformation, Krise, ja, das achte Haus bringt Brüche, also dass irgendwas auseinandergeht, ist kein gutes Haus. Die Dinge haben aber damit zu tun, um Sie auf Ihren Lebensweg zu bringen, und dabei mehr Seiten an sich bewusst zu werden. Das ist aber dann der unfreiwillige Weg. Deswegen der freiwillige Weg besteht darin, indem Sie eben an diesen, mit diesen Schattenseiten sich mal tiefer auseinandersetzen. Ja? Wo sind denn meine inneren Dämonen, sagen die Veden dazu, diese sich anzusehen und zu sagen, was? Ah, ich habe eine solche Seite an mir. Aha, das ist mir noch gar nicht bewusst geworden. Und die Dinge kommen natürlich hoch, gerade in Stresssituationen. Deswegen, für Sie als Aszendent Widder, dritte Haus ist ja auch das achte Haus. Schauen Sie mal, weil das dritte Haus ist das achte Haus vom achten Haus gezählt. Ja? Das gilt von daher als das sekundäre achte Haus. Das ist kein so guter Platz. Insofern wäre mein Rat für Sie, dass Sie sich mal im Monat Juli mehr mit Ihren dunklen Seiten auseinandersetzen. Ja? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie die aussehen, die Schattenseiten. Das zeigt ein Saturn-Horoskop sehr gut an, die Position Ihres Planeten Saturn im Haus und im Zeichen im Horoskop, die ich ja jetzt hier nicht sehen kann. Aber auch die Mondknoten Rahu und Ketu machen Ihnen, je nachdem, wo die stehen in Ihrem Horoskop, Ihre Schattenseiten bewusst. Also es wird spannend. Dann haben wir Saturn, über den ich gerade sprach. Der läuft am Himmel oben. Am Himmel oben läuft er ja momentan durch das neunte Haus. Da ist er auch nach wie vor den ganzen Monat rückläufig darin. Und Saturn bedingt, ich sage mal, einen gewissen Mangel an Lebenssinn oder einen gewissen Mangel darin, wie Sie Ihren Weg erkennen können. Einen gewissen Mangel darin, dass Ihnen so richtig klar ist, der Sinn Ihres Lebens. Ich meine, im Endeffekt geht es ja wieder darum, dass Ihnen diese Energie Impulse liefern sollen, über Ihren Weg nachzudenken, wie Ihre Wahrheit aussehen könnte. Und gerade für Aszendent Widder
geht es ja zum großen Teil im Leben darum, um wirklich glücklich werden zu können, ihren eigenen inneren Eingebungen zu vertrauen und diese umzusetzen. Deswegen ist ja auch Widder-Aszendent kein so beziehungszentriertes Zeichen, ja, sage ich jetzt mal dazu. Gut, dann haben wir Jupiter im sechsten Haus, ja, und er steht auch dort nicht alleine im Übrigen, sondern er ist auch zusammen mit dem Schattenplaneten Rahu, beide in Haus 6. Das ist natürlich insofern gut. Rahu in Haus 6 bringt Kampf hervor, wo es darum geht, die materielle Sicherheit gewährleisten zu können. Denn Sie wissen, das Leben auf der Erde ist nicht nur leicht. Man tritt gegen die Widrigkeiten an, damit man muss arbeiten, damit man was zu essen hat. Man muss sich um den Körper kümmern, wenn er krank ist oder dass man ihn gesund erhält, weil wenn der Körper nicht funktioniert, kann man auch nicht überleben. Und das ist das sechste Haus. Das sechste Haus steht für Feinde, für Krankheit, für Schulden, für Gegenwind, für Verzögerungen, für Schwierigkeiten aller Art. Und was ja auch oft den Alltag zeichnet, denn da machen wir die Dinge ja nicht so freiwillig. Wir müssen, das sechste Haus ist also mehr so das Ich muss, ja. Und darin möchte Ihnen Rahu nun einige Unsicherheiten zeigen, ja. Deswegen ist jetzt der Bereich, wo es groß um Freizeit geht, der ist jetzt weniger dominant betont, sondern es möchte ein Gleichgewicht erzeugt werden, dass sie sich mehr um die Gestaltung ihres Alltags, oft beruflichen Alltags, ihres Alltagskampfes, ja, sag ich jetzt mal, des Kampf ums Dasein kümmern. Und gut ist natürlich, solange sie jetzt Jupiter hier auch noch im sechsten Haus stehen haben, denn das wird ihnen helfen, dass sie ihren Sinn darin sehen können, wie sie das bestmöglich machen können und wird ihnen aber auch dabei helfen, dass das, was es vielleicht jetzt ein bisschen grob geklungen hat mit Rahu in Haus 6, sie mit einem höheren Verständnis begegnen und die Dinge für sie dann doch immer gut ausgehen. Ja, das wäre für Sie die Konstellation Juni 2016. Nur zum Schluss nochmal diese Erinnerung. Wenn Sie Ihren Aszendent nicht kennen, ja, der eben viel wichtiger ist als wie das Sonnenzeichen, dann können Sie dies gerne bei mir mitgeteilt bekommen. Dann das große Jubiläumsangebot. Das gilt in der Zeit zwischen 6.6. und 20.6. nur für den Beitritt zur vedischen Astrologieschule, denn diese wird jetzt ein Jahr alt. Und so können Sie nun exklusiv als YouTube-Zuschauer oder als Newsletter-Bezieher von wesentlich günstigeren Einstiegsbedingungen profitieren, die Ihnen die ganze Zeit erhalten bleiben, solange Sie ununterbrochen dann dabei bleiben, die vedische Astrologie zu studieren. Hier habe ich Ihnen nochmal eine Übersicht dargestellt, 10 Punkte, wie Sie sich vielleicht selbst fragen könnten, ob denn das Studium der vedischen Astrologie für Sie interessant wäre. Eine Art Checkliste, gehen Sie die Fragen mal durch, dann sehen Sie ja, ob da mehr wie 5 Ja's rauskommen, also mindestens 6. Und schon haben Sie eine sehr interessante Antwort darauf, ob dieses Studium der vedischen Astrologie für Sie interessant wäre. Mehr dazu exklusiv für Sie als mein YouTube-Zuschauer oder Newsletter-Bezieher finden Sie in meinem Blog dazu hinterlegt mit den vedischen Astro-News. Dieses Angebot finden Sie nicht auf der regulären Internetseite, da es eben, wie gesagt, nur für Sie primär vorgesehen ist. Ja, dann bleibt es mir natürlich, Ihnen wieder einen fantastischen Juni zu wünschen. Möge die Gottheit Ganesha, ja, Ihnen dabei helfen, mit allen Herausforderungen, die sich in den Weg stellen, dabei gut zurechtzukommen. Und dass Sie viel Lebensfreude und eine schöne Zeit im Juni erfahren können. Unterstützt durch die Selbsterforschung an sich selbst. Vielen Dank, bis dahin, danke.